Wir wurden um 10.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Steinbruchstraße alarmiert. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Und es war in einem Fahrzeug eine Person eingeschlossen, in einem weiteren Fahrzeug. Diese Person konnte das Fahrzeug selbst verlassen und wurde bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Rettungsdienst betreut. Also es wurde die eingeschlossene Person mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit, um die Person patientenschonend dem Rettungsdienst übergeben zu können, befreien zu können. Typisch sicher nicht, wobei die Ermittlung zur Unfallursache und zu den gefahrenen Geschwindigkeiten der Polizei obliegt. Wir waren hier an der Einsatzstelle mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Feuerwehr Köngen. Zuzüglich war noch der Rettungsdienst mit mehreren Rettungsmitteln sowie die Polizei hier im Einsatz.